Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Let's Play Resident Evil, The Dark Side Chronicles. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In Folge 12 sind wir auf Alfred Ashford getroffen und dem folgen wir jetzt gerade auf ein mysteriöses Trainingsgelände, wo ich mal sehr gespannt bin, was uns da jetzt erwartet. Schauen wir mal. Ja, das Ganze sind immer noch Ereignisse hier von Resident Evil Code Veronica. Es existieren bereits Checkpoint-Daten. Schauen wir mal. Ach, ich weiß, warum die Checkpoint-Daten da sind. Ich hatte noch mal ein anderes Level ausprobiert, was wir bereits schon gespielt hatten. Ja, alles klar. Gut, hier waren wir noch nicht. Careful. They could be hiding anywhere. Man sollte mal auf die Kisten schießen, ne? Um genau zu sein, nicht Mann, sondern ich. Da könnte was drin sein. Siehe da, da ist auch Gold drin. Ja, die Lampe getroffen. Ah, eine Pflanze, sehr gut. Ja, auch an diesen Abschnitt erinnere ich mich aus Code Veronica. Das haben sie wirklich 1:1 nachgebaut. Sehr dunkel hier gerade. Ah, da ist noch ein Abzeichen drin. Sehr gut. Was war das denn? I'm not some kid who's afraid of the dark. Steve, the guy's nuts. Ich habe nur eine Lampe abgeschossen. Great. Another cheap scare. Okay. Was war das? Oh, nee, ne? Oh, fuck. Oh. Das sind aber andere Spinnen als die, die wir bisher hatten. Die sehen irgendwie anders aus. Ekliger. Bäh. Jesus. Oh. Die sind ja echt eklig. Sind hier noch mehr von denen? Wenn ja, sollte ich mal die Shotgun wechseln hier. Oder auf die Shotgun wechseln. Ne, jetzt kommen Zombies. Kann ich aber trotzdem auf die Shotgun wechseln, oder? Wenigstens ist es hier nicht mehr dunkel. Ah, Shotgun, ja, sehr gut. Let's go up. Ja, das haben sie wirklich hier so 1:1 nachgebaut. Ich kenne die Räumlichkeiten. Oh. Schnell verstecken hier. In Deckung gehen. Ist das nicht fun, wenn du hide? Komm on out. Ich promise not to kill you.
just yet. Cover me! All right. This guy's begging to get his ass kicked. Wo ist er? Wo ist er? Da! Wir haben ihn. Das war wohl nix, Alfred. What the hell did he just throw? Oh! Handgranaten, scheiße! Krass. Das ist ja fies. I'm so afraid. I'm not letting you get away! Steve, calm down. You need to focus. I got it. Oh, Handgranaten. Da, das Schloss da hinten. Da geht's bestimmt nochmal hin, oder? Oh. Die stolpern uns hier entgegen, ey. Fenster. Entweder Raben oder Hunde kommen da durch. Sehr beliebt. Ah, da ist noch was. Oder Bows. Auch nicht schlecht. Aber irgendwas kommt immer durch die Fenster bei Resident Evil. Irgendwas kommt immer. Diesmal sind es Bows. Oh, noch einer, verdammt. Oh. Was kann ich denn hier einsammeln? Ach, Gold da unten, ne? Ah. Das war nicht toll. Jetzt habe ich das Gold nicht gekriegt und diesen Typen auch nicht abgeschossen. Pflanzen! Oh, die habe ich aber gekriegt, oder? Ja. Die nehme ich auch jetzt gleich. Gott, die Pflanze habe ich wenigstens erwischt hier. Oh, da ist noch mehr, da ist noch mehr. This guy definitely needs his head examined. Das ist also das Trainingslager, ja? Or else you'll wind up dead. This guy has problems. That's for sure. Don't let him provoke you. How rude! I was merely trying to be kind. Ja, das Gold, ja, sehr gut. Wo ist der Typ? Der versteckt sich jetzt hier, oder was? Feige Socke. Oh, die stehen wieder auf, ist auch klar. Es war ja klar eigentlich, ne? Nochmal. So. Gebt ihr jetzt Frieden? Ah, wer ist er denn? Shit. Oh nee, ne? Ist das schon wieder dieser Tyrant? Steve here shall protect you from all evil spirits. Yeah, right. By the way, thanks. Nee, das war der nicht, oder? Er sah dem nur ähnlich. Jetzt sind wir hier in der Sackgasse oder was? Oh, da kommt noch so einer. Scheiße. Ist das derselbe? Soll das derselbe sein? Soll das doch dieser Tyrant-Typ sein? Nicht nochmal denselben als Endgegner, ey. Bitte nicht. Das kann man nicht sagen. Oh, fahren wir jetzt hier runter? Ich dachte gerade, das Tor geht auf. Nee, wir fahren hier runter. What happened to you on this island, Steve?
Okay. I just can't forgive what's happened. Es wird immer freakiger hier. Hat der Typ das alles an die Wand gemalt? Ist ja richtig psycho. Checkpoint. Kill House, okay. What is this place? It sure doesn't look like a training field to me. This is insane. Insane? Please. War knows no sanity. The soldiers are trained here to kill, to slaughter. Ah, eine Pflanze, sehr gut. Ah, wir haben noch den Granatwerfer, stimmt. Just die. Steve, no problem. We'll do whatever it takes to get through this, okay? Oh. I get it. The guy's crazy. He's probably up to something real nuts again. Yeah, you're right. We should be careful. Ist echt freakig gemacht hier, ey. Ich bin total gespannt, was immer hinter der nächsten Ecke jetzt hier kommt. Oh. Ach, und der hat uns jetzt erwischt, oder was? We need to get out of here. Oh, yes. Please try. Isn't this fun? Oh, da steht auch einer auf. Gott, diese kleinen Kreise, da soll ich treffen, oder was? Ich verstehe das gar nicht ganz richtig. Nehme ich mal an, ne? Aber es ist ja gar nicht so einfach. Which way? Doesn't matter. It's just gonna be more of the same. Links gehen wir mal. Ich wollte gerade sagen, geht er jetzt rechts, obwohl ich links gewählt habe? Oha! Oh Gott. Oh, ich treffe hier irgendwie nicht so toll, muss ich zugeben. Sorry Leute, irgendwie bin ich hier gerade nicht die Mega-Leuchte. Ich reiß nix. I'm not gonna die. Not here. Wie lange soll das jetzt hier so weitergehen eigentlich? Oh, die Kamera wackelt so dermaßen. Das gibt's doch gar nicht. Ist total schwer, das zu treffen, wenn die Kamera so hin und her wackelt. Das muss man dann immer total ausgleichen. Das ist voll schwer.
ist ja voll so ein Irrgarten hier. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Ich gehe wieder nach links jetzt. Ganz komisches Level hier. Be careful. We don't know what's down there. Waren wir hier nicht schon mal über dieser Leiter jetzt? Ich nehme mal die Shotgun. Geht ziemlich langsam hier voran. You're gonna be dead soon. Oh, Rocket Launcher. Das ist ja sauschwer. Ja. Wir sind doch wieder da jetzt rausgekommen, wo wir reingegangen sind, oder nicht? Sieht hier alles irgendwie gleich aus. Boah. Der hat uns mies erwischt, der eine. So, ich nehme mal lieber eine Pflanze hier jetzt. So, wie oft stehen die noch auf? Das kann doch nicht sein. Hunde auch noch jetzt hier. Ja, ich hab die doch schon voll getroffen. Sollen die genau auf den Kopf zielen oder was? Was ist das denn? Wo wollte der denn hin? Suckers. Suckers. Keep them coming. Hey, is that it? I was hoping for a challenge. Oh, fordert ihn mal lieber nicht heraus. Are you deaf? Come on out! Uns kommt hier gleich noch ein mega Endgegner. Done already? I was just warming up. I ain't finished yet. Let's go. I'm gonna lose my mind if I stay here anymore. Irgendwas wird hier noch kommen. 100. Das hört sich schon mal nicht so toll an. Die machen es sehr, sehr spannend in diesem Level. Oh nee, diese Spinnen schon wieder. Ekelhaft. Oh nee, ich hab jetzt nachgeladen. Scheiße, scheiße. Aber sie hat uns Gott sei Dank nicht angegriffen. Haben wir Glück gehabt. Yeah. Ah, da unten lag eine Maschinenpistole. Shit, das war die einzige Chance, die einzusammeln. Das war kurz, oder? Jetzt nochmal.
Oh, da war auch was zum Einsammeln. Verdammt. Es ist aber auch oft kurz. Ja, da ist die Maschinenpistole. Ja. Sehr gut. Oh, was war das? What just happened? Sag ich doch. Sind wir da durchgekracht? Scheiße. Gott, die Kamera wackelt so derbe, ey. Ah, an diesen Raum erinnere ich mich auch. Mit dem Jeep hier. Ja. Wie sollen wir die dann abschießen? Ah, sehr gut. Ein Umbrella-Zeichen. Ich spring hier runter. Oh, das sind aber richtig viele hier, ey. Jetzt habe ich hier mal einen richtig großen Haufen platt gemacht. Da konnte ich jetzt nicht schießen. Okay. Das gehört zum Spiel. Steve! Los, schieß! Oh, Gott sei Dank. Nee, weil da konnte ich jetzt auch nichts machen. Okay. He is, was my father. Ach, deswegen hat er gezögert. What? He worked for Umbrella. Nobody. Okay. Just another face in the crowd. He was a rat. A mole. He tried to leak some data, make some quick cash, but they caught him. And they killed my mother. And then they took me. Oh, das ist ja mies. Steve. It was his fault. He was stupid. He was... Let's go. Er hat mal eben seinen eigenen Vater umgebracht. Gut, aber der war eigentlich eh schon tot, ne, durch den Zombie. So dadurch, dass er ein Zombie war. Der labert auch eine Scheiße. Wherever you are is where I'm going. And when I find you, I'm gonna rip you to pieces. Ooh, splendid. But first, how about a little brain teaser? The girl and boy, destined to be one, will reveal the way. Girl and boy, what? Ah, gut gesehen, ne? Da war eine Pflanze. Oh. Was geht ab? Ja. Das war auch so im Originalspiel. Ja, genau. Okay, da haben wir unseren Boss. Alles klar. Okay, die erste Anzeige ist mindestens gleich schon down. Aber wie wir gemerkt haben, genau, kann es auch durchaus mehrere Anzeigen geben. Jetzt kommt ihr gleich wieder mit vollen Trefferpunkten, ne?
Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Krass. Was nun? Where did it go? Da ist es. Boah. Nachladen. Ah, jetzt hat er wieder volle Trefferanzeige. Wie ich gesagt habe. Jo, jetzt schmeiß ich mit Fässern. Ah, okay. Das war gut. Boah. Das haben wir leider etwas zu spät getroffen. Das wäre besser gewesen früher. Oh nee, ne? Jetzt hat der schon wieder volle Energie. Das gibt's doch nicht. Also die Endgegner sind hier wirklich hartnäckig. Wenn du denkst, du hast sie gleich, laden sie sich wieder auf. Das gibt's euch nicht. Komm schon, ich will dich jetzt endlich mal platt machen. Ich krieg schon gleich einen Krampf im Daumen. Ne, im Zeigefinger meine ich. Scheiße, er hat uns getroffen. Alter, oh was? Pflanze. Ich wechsle aufs Maschinengewehr jetzt mal. Ja, vor allem, wann ist der nicht mal tot? Wieder neue Energieanzeige. Okay, die Maschinenpistole bringt da aber einiges. So, was ist jetzt los? Tot? Oder was? Gute Frage. Yeah, I took care of his little pet. Gott. Okay. Er ist der Superheld. Ja gut, der ging aber dann insgesamt noch. So, das war Folge 13. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, die nächste Folge wird ein bisschen actionreicher wieder. Diese Folge war vielleicht etwas lahm da in diesem Holzverschlag, sag ich mal. Hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Aber die nächste Folge wird bestimmt besser. Also seid wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Resident Evil The Dark Side Chronicles. Tschüss!